Hier werden Sie kurz informiert mit Jessica Lumme. Massiver Datenverlust beim russischen Geheimdienst FSB. Eine große Datenpanne beim IT-Dienstleister Cytec hat den russischen Geheimdienst FSB in Mitleidenschaft gezogen. Die Hackergruppe OVirus hat Berichten zufolge 7,5 Terabyte an Daten zu laufenden Projekten und Operationen der Moskauer Spionagebehörde entwendet. BBC Russland spricht vom voraussichtlich größten Datenleck in der Geschichte der russischen Geheimdienste. Über Hintergrund und Herkunft der ursprünglichen Hacker OVirus ist bislang nichts bekannt. Apples AirDrop, Foto von Sprengstoffweste, sorgt für Flugzeugevakuierung. Auf dem Flughafen New York-Newark wurde ein Flugzeug evakuiert, nachdem Passagiere auf Apple-Geräten ein Bild von einer Sprengstoffweste empfangen hatten. Ein Unbekannter nutzte Apples Dateisharing-Dienst AirDrop, um das Foto zu verschicken. In der JetBlue-Maschine konnte keine Bedrohung ermittelt werden. AirDrop ist Systembestandteil von iOS und macOS und von Haus aus aktiviert. Öffnen Nutzer AirDrop für jeden, können jegliche Geräte Bilder senden. Zwar muss der Empfang zunächst bestätigt werden, doch ein Vorschaubild wird stets eingeblendet. Roboter überprüfen Gesundheit von Kindern. Seit 2016 fordert die chinesische Regierung einen täglichen Gesundheitscheck in Kindergärten. In den meisten Einrichtungen nehmen ihn immer noch Krankenschwestern vor. Doch in mehr als 2000 chinesischen Kindergärten und Vorschulen kommt inzwischen ein Roboter zum Einsatz. Dieser prüft mit Infrarotkameras und Digicams auf Krankheitssymptome. Wird etwas Auffälliges entdeckt, entscheiden dann Krankenschwestern oder Lehrer, ob das Kind zu einem Arzt oder nach Hause muss. Ungebremst weiter im Marvel Cinematic Universe. Auf der San Diego Comic-Con kündigte Marvel nicht nur an, dass Avengers Endgame nach 10 Jahren Avatar vom Spitzenplatz der kommerziell erfolgreichsten Filme verdrängt hat. Die Disney-Tochter gab gleich noch eine ganze Reihe von Filmen und Serien für die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe bekannt. In den nächsten Jahren wird es unter anderem Fortsetzungen zu Black Widow, Thor und Doctor Strange in den Kinos geben. The Eternals und Shang-Chi bekommen eigene Filme und dazu wird es einige weitere exklusive Serien für Disney Plus geben. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.